Servus, was geht ab, Leute? Justin hat ein neues Video hochgeladen in den Trends. Und zwar hat er sich anscheinend einen neuen AMG gegönnt. Wie ihr sehen könnt auf dem Bild hier, fette G-Klasse. Ich würde mal sagen, wir gönnen uns einfach das Video. Fette G-Klasse auf jeden Fall, wenn er sich die gegönnt hat. Also Respekt. In grün, bisschen zu auffällig, auf Monte-Style angelehnt. Wie sein Lambo. Aber ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach das Video an. Let's go. Peace, Leute, was geht? Wir sind hier gerade am Flughafen und zwar fliege ich mit meinem Bro Basti nach Berlin. Was geht? Heute ein ganz besonderer Anlass, weil ich mir ein neues Auto geholt habe. Mein altes wird verkauft. Mercedes hat mir leider wieder kein VIP-Leasing gegönnt, aber mein Bro Vessel, der Plug für alles. Was ich mich frage, warum er kein VIP-Leasing bekommen hat. Ich meine, er hat auch eine recht hohe Reichweite. Hat 300.000 Leute oder so auf YouTube, auf Insta. Ja, seine Marke läuft eigentlich auch recht gut. Es stellt sich mir jetzt die Frage, warum die ihm kein VIP-Leasing gegeben haben. Wäre geil gewesen, wenn er auf jeden Fall darauf eingegangen wäre, aber ja gut, scheiß drauf. Ich bin mit einem sehr coolen Autohaus in Berlin, Oranienburg, connected, Mercedes Endres. Grüße gehen raus. Ja, und zwar wollte ich mir eigentlich den CLS 53 AMG holen. Das hätte aber zu lange gedauert. Ich will das Auto recht zeitnah haben. Deswegen habe ich gedacht, leg mal einen oder anderen Schein noch oben drauf, um dann jetzt schneller dran zu kommen. Aus dem Grund muss ich mein Kennzeichen auch für 4 Monate abgeben, weil ich mit einem Berliner Kennzeichen rumfahren muss so lange. Also nicht wundern, falls ihr dann mein Auto mit einem anderen Kennzeichen seht. Aber nach 4 Monaten ist das Klassische natürlich wieder da. Ja, Leute, mir wurde schon angekündigt, dass wir vom Flughafen abgeholt werden mit einem übertrieben krassen Auto. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber mir wurde halt gesagt, wenn ich aus dem Flughafen rausgehe und das Auto da stehen sehe, wüsste ich sofort Bescheid. Also ja, es wird wahrscheinlich was übertrieben krasses sein. Ich nehme euch auch natürlich dahin mit. Wir werden jetzt abgeholt. Ich glaube, ich weiß langsam, welches Auto gemeint ist. Aha. Da ist also die G-Klasse. Okay, Leute, ich habe jetzt hier die Schlüssel bekommen. So sehen die aus. Und ich... Hat er sich doch nicht die G-Klasse gegönnt? Ja, da war das Thumbnail, glaube ich, ein Clickbait. Ich würde sagen, bevor wir das Auto anmachen, wird jetzt erstmal die Haube abgezogen. Kannst du es gerne mal zeigen, während sie noch drauf ist. Ich finde, es sieht übertrieben krass aus. C63. Also Leute, Also C63, Facelift, die neue Niere ist drin. Die Panamericana Niere, oder wie die auch immer heißt. Um das Ganze aufzulösen, ich habe mir einen C63 geholt. Also meine Meinung, ganz ehrlich, statt einen C63 zu kaufen, hätte ich lieber den CLS 53 AMG genommen. Krass, also wenn du das ganz neue Modell meint, ja stimmt, das 53er Modell ist neue Modell, ist einfach zu krass. Ich hätte mir lieber den CLS gegönnt, statt den C63 hier. Der C63 ist ein Auto, was zu oft rumfährt, ist schon relativ ausgelutscht. Natürlich geiler Sound, viel Power, aber ich hätte mir auf jeden Fall den CLS lieber gegönnt als den C63. Ja, Facelift, wie man sieht, mit dem neuen Kühlergrill. Das obligatorische V8. Aber das ist wenigstens das Facelift-Modell. Da ist auch das große Navi jetzt schon drin und das digitale Tacho ist schon geil. Und das neue Lenkrad. Turbo auf der Seite, AMG-Felgen. Ich glaube, ich nehme die hier aber für den Winter und mache mir diese 20 Zoll AMG-Felgen nochmal in schwarz drauf für den Sommer. Auto sieht wirklich geisteskrank aus, also ich bin übelst geflasht gerade. Die Lippe hier, also den Spoiler, den foliere ich noch schwarz. Und ansonsten ist das Auto wirklich Traum. Also ich kann es gerade gar nicht fassen. Von CLA auf EQP war jetzt nicht so krass. Also ich habe mich jetzt nicht so geflasht gefühlt. Aber das hier ist wirklich jetzt gerade zu krass, ohne Witz. Ja, ist schon geil. Erste Mal, wo hier auf AMG steht. Ja krass, wir haben hier dieses digitale Display jetzt auch. Also zwar nicht wie in dem EQP den Widescreen, aber man sieht hier digital. Ja man, geil. Diese Carbon-Optik, Burmester-Sound, hier das neue Lenkrad. Burmester-Soundanlage, ganz wichtig, brutaler Sound. Ja, wie gesagt, was ich sagen kann, auf jeden Fall hat er sich zum Glück das Facelift-Modell geholt, das Vor-Facelift-Modell. Ist meiner Meinung nach gar nicht mein Geschmack. Da ist noch das analoge Tacho drin. Ein kleines Navi, was echt scheiße aussieht.
und das alte Lenkrad? Natürlich oben Schiebedach. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, machen wir das Auto jetzt mal an. Bist du ready? Yes. Ja, C63 hat einen geilen Sound. V8 Biturbo, 476 PS, glaube ich. Also, da geht schon einiges. Crazy. Ja, okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kann das Auto handeln. Ich hatte noch nie so viel PS unter der Haube. Nicht mal ansatzweise, also nicht mal die Hälfte. Ja, Mittlerweile gibt es so viele Helfer in den Autos. Also, Kickdown kann sogar eine Oma fahren. Also, ohne Spaß, da passiert überhaupt gar nichts. Einfach aufs Gas drücken. Wenn mal die Helfer aus sind, dann sieht man schon, wer mit der Leistung umgehen kann und wer nicht. Das sehe ich selbst bei meinem Auto. Ich meine, ab 400 PS, wenn ihr da alle Helfer ausschaltet, da ist Feierabend. Da ist Feierabend. Ich wünsche mir selber eine sichere Fahrt jetzt erstmal. Ja, Mann, geil. Also der wird sich noch ganz schön freuen, denn er wird um einiges öfters an der Tankstelle stehen als mit seiner E-Klasse. Der V8 Biturbo wird schon einiges schlucken. Hey Junge, das ist wirklich zu krass. Ja, und hier One Man, One Engine. Wie heißt sie? Er ist eine Frau, ne? Varinia Hoffmann. Killer. Geil, das feiere ich übertrieben. Also das feiere ich übertrieben. Dass auch noch eine Frau drauf steht. Killer. Okay, liebe Grüße an Varinia an der Stelle. Danke dir. Hier vier Motor jetzt auf jeden Fall. Ja. Wichtig aber für die Turbo, also nach ein heißes V. Ja. Dann wird das so, dass die Besonderheit tatsächlich auch an AMG. Wir haben hier nicht nur eine Mercedes-Benz-Uhr drin, sondern sogar eine IWC-Uhr. Ich weiß nicht, ob man das gerade gut erkennt, aber das ist auch wirklich unnötiger Flex eigentlich, aber krass. Der Verkäufer erinnert mich an irgendjemand. Geil. Das ist mein neues Auto. Ich bin wirklich unfassbar überwältigt für die Leute. Also die G-Klasse ist schon krank, vor allem in der Farbe. Also, ist schon gewagt. Ich dachte, das wäre das neue Auto, das war natürlich nur ein kleiner Joke. Aha. Ja, vielen Dank an das Autohaus Endres in Oranienburg, dass ihr mir das alles ermöglicht habt. Und natürlich auch an alle Zuschauer und jeden, der supportet hat. Also ich bin wirklich unfassbar glücklich mit dem Auto. Und ja, wir fahren jetzt wieder zurück nach Köln und Düsseldorf. Jetzt, um die 6 Stunden Fahrt noch vor uns. Also ja, da ist der Wagen schon mal gut eingefahren, weil 1500 Kilometer muss ich ihn einfahren. Danach darf man erst richtig Gas geben. Ich bin gespannt, lasst euch Näheres wissen, wenn ich den Wagen gut getestet habe. Geil. Ja Leute, bevor das Video zu Ende ist, wir haben jetzt gerade 2:30 Uhr nachts. Ich wollte jetzt gleich das Video... Also der hat sich höchstwahrscheinlich einen Fast 9 gegönnt. Ich weiß nicht, vielleicht ein paar Kilometer drauf oder so. Also der muss ihn noch einfahren und dann gib ihm. Video noch schnell schneiden, damit das Samstag pünktlich online kommen kann. Ich wollte mich einfach nur, wie gesagt, nochmal bei allen bedanken, weil es wirklich überwältigend. Ich bin den Wagen jetzt die ganze Zeit gefahren, tagsüber, und es ist wirklich einfach geisteskrank. Ich hatte noch nie einen Wagen, der so viel PS hat und überhaupt so einen hohen Wert bzw. ja, Listenpreis hat. Also es ist wirklich geisteskrank. Ich realisiere das jetzt auch gerade erst, wo ich meinen alten Wagen noch kurz umgeparkt habe, weil der wird morgen abgeholt von meinem Bro. Und wirklich, also ich kann es nicht in Worte fassen, wie happy ich mit dem Wagen bin. Wie gesagt, mehr als ein paar Mal bedanken kann ich nicht, weil ich bin jetzt kein Mann der 1000 Worte, das müsst ihr ja mittlerweile wissen. Zu krass der Wagen, ehrlich. Auch das Feedback so von meinen Bros, ey Justin, der Wagen passt so krass zu dir, der ist überheftig. Oder eben als ich tanken war, kam einfach so ein Typ zu mir, ey, heftigen Wagen hast du da. Ich so, Dankeschön, so, also ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren soll und
keine Ahnung, alle gucken immer und so. Der Wagen ist halt auch behindert laut so. Ja, also schon wirklich crazy. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video auch etwas unterhalten. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace. Also, Killer. Wie gesagt, das war's mit dem Video. Sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Wie gesagt, er hat eine Reichweite von 300.000. Hätte mich echt interessiert, warum die ihm kein VIP-Leasing gegönnt haben. Verstehe ich nicht. Vielleicht braucht man eine Mindestreichweite oder so. Keine Ahnung. 500.000, 1 Million. Kann ich echt nicht sagen. Naja, wie gesagt, sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Geiles Video. Ah, SRB-Werbung. Verschickt. Das ziehen wir uns kurz rein. Also die machen echt geile Klamotten eigentlich. Geiler Werbespot. Ja, wie gesagt, das Auto sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Krank. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.